Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörspieljury. Mit mir im Hörspieljury-Studio ist wie immer mein Mitjuror Myxin. Ja, moin. Und bei mir heute auch dabei mein Blutsbruder Jay. Ja, stimmt, da bin ich. Ja, heute geht es um den Geisterschocker Folge 60 Hostile Area, erschienen bei Romantruhe Audio. Hostile Area, ein neues Computerspiel der neuesten Generation, sucht Testspieler. Ja, und mitten rein springen wir in die Handlung des Computerspiels. Da sind 5 Haudegen unterwegs. Amox, Bloodshed, Prim, Little Bit Crazy, Loco und ein junges Mädel, Andrea oder Sarah Tuft, wie sie sich später nennt. Und die sind unterwegs in Wilder Westen-Manier mit Waffen, dass es nur so strotzt, bis an die Zähne bewaffnet, bis unter die Stiefelspitzen mit Pistolen, Flammenwerfern und ja, sie kämpfen gegen Vampire im Wilden Westen. Gut, es ist ein Computerspiel, kann man sich alles vorstellen. Das Ganze ist eine Art Virtual Reality. Man wird in dieses Spiel mit seinem Verstand hineingebeamt. Man bekommt einen Avatar, mit dem man dort kämpft. Dieser Avatar ist im Prinzip wie ein menschliches Wesen. Man merkt erstmal so gar nicht, dass man sich in einer Computerfigur befindet. Man kann das auch leicht verwechseln, das kommt sehr schnell rüber. Ja, und die 5 ziehen jetzt los und kämpfen gegen Vampire. Mehr braucht man zu der Handlung in diesem Hörspiel schon gar nicht sagen. Es passiert eigentlich auch nicht viel mehr, als dass sie gegen diese Vampire kämpfen. Es stellt sich irgendwann so ein bisschen die Frage, was ist Realität, was ist Wirklichkeit, was ist nur ein Spiel, kann man das überhaupt noch erkennen? Aber damit hört die ganze Tiefe der Handlung im Großen und Ganzen auch schon auf. Die Geschichte hat kein wirkliches Ende, das erwarte ich aber auch nicht bei dieser Art von Geschichten. Sie funktionieren so wie damals die Gespenstergeschichten in den Comicheften, sie funktionieren so wie Geschichten aus der Twilight Zone. Man springt rein, man springt wieder raus, man erlebt etwas. Allerdings muss ich sagen, dass ich für 53 Minuten Hörspiel gerne etwas mehr Handlung gehabt hätte als das banale Hin- und Hergelaufe, sich überlegen, bin ich jetzt in einer Realität, bin ich schon tot, lebe ich noch? Ja, und so eine richtig aufregende Auflösung oder eine aufregende Wendung gibt es eigentlich nicht. Also man hat so am Ende versucht, so einen kleinen Autsch einzubauen, aber der trägt nicht dafür, dass man 53 Minuten lang drauf gewartet hat, wie die Geschichte sich nun entwickelt. Zu den Sprechern kann man jetzt nichts Schlechtes sagen, sie haben mir gefallen. Es sind jetzt nicht die Who is Who am Hörspielmarkt. Da hätten wir Nikolai Tegler, da haben wir Dagmar Bittner, Tino Kiesling, Vera Bunk und eine 5. Person, die in der Sprecherliste gar nicht auftaucht. Wir wissen nicht warum, aus welchen Gründen. Vielleicht hat sie keine Lust gehabt, draufzustehen. Vielleicht hat man sie einfach auch vergessen, was bei einem Hauptsprecher eher schade ist oder ungewöhnlich ist. Gut, es wird vielleicht ein ewiges Mysterium bleiben, was dann vielleicht in Geisterschocker 120 Hostile Area Revisited gelöst wird. Wir wissen es nicht. Storytechnisch hat man hier nicht gerade den großen trojanischen Schatz gehoben. Man hat sich kein Bein ausgerissen. Wie gesagt, man muss es nicht erwarten. Musikalisch geht das Hörspiel in Ordnung. Auch kein Meilenstein der Soundtrack-Geschichte. Letztendlich handelt es sich um Grusel-Horror-Action von der Stange. Heute gehört, morgen schon vergessen. Ein Wiederhörfaktor. Ja, man kann das Hörspiel mal wieder hören. Aber man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht nochmal wieder hört und sich sagt, ach, dann kaufe ich mir jetzt Geisterschocker 61. Da kommt vielleicht auch wieder eine nette Geschichte. Ich finde nur, der Preis von einem Hörspiel steht dann irgendwann nicht mehr im Verhältnis zu dem, ich höre es mir nie wieder an. Insgesamt muss ich sagen, das Hörspiel hat mich grundsätzlich unterhalten. Wie gesagt, etwas zu lang. Die Geschichte passt in eine halbe Stunde maximal rein. Ansonsten passt sie auch sehr gut auf eine Briefmarke. Für 53 Minuten trägt sie nicht. Aber das Hörspiel war auch nicht abgrundtief schlecht. Und deswegen geht mein Hörspiel-Daumen heute auf eine mittlere Position. Und damit übergebe ich an Myxin. Ja, vielen Dank, Jay. Hostile Area. Geisterschocker.
Bodo Traber hat eine Reihe von Radiohörspielen für den WDR geschrieben, die ich alle sehr mag. Seine Protagonisten in einer unechten, virtuellen Welt agieren zu lassen, ist ein Szenario, das ihm sehr liegt. Die Geschichte ist jetzt nicht übertrieben anspruchsvoll, aber sie ist gefällig und unterhaltsam. Ich glaube, kein Kassettenkind kann die Szene im Saloon hören, ohne an die drei Fragezeichen in Powdergulch erinnert zu werden. Vom 70er Jahre Science-Fiction-Klassiker Westworld steckt sicherlich auch eine Prise mit drin. Mir hat das offene Ende persönlich sehr gut gefallen, weil das richtig schön evil ist. Die Grundidee der ganzen Geschichte ist jetzt nicht bahnbrechend neu, aber für das ausgelutschte Gruselgenre ist das schon eine willkommene Abwechslung vom typischen Horrorhörspiel einerlei. Die Grundidee bietet Möglichkeiten, die in einem realistischen Setting nicht möglich wären und erlaubt abstruse Übertreibungen, ohne dass es gleich peinlich wird. Die fünf Pistolieros sind Helden, wie sie im Buche stehen, zumindest in einem Buch zum Ausmalen. Aber in diesem Kontext finde ich das in Ordnung. Letztlich sind das ja auch Spielcharaktere innerhalb eines virtuellen Actionspiels und dementsprechend dürfen die sich auch Stereotyp geben. Aus demselben Grund dürfen die Monstren und Vampire auch gnadenlos platt und klischeehaft rüberkommen. Mit einer Einschränkung. Man sollte bei all dem nämlich nicht ganz außer Acht lassen, dass das immer noch ein Gruselhörspiel ist. Und für ein Gruselhörspiel wäre es günstig, wenn hier und da mal die ein oder andere unheimliche Situation vorhanden wäre. Und dieses Ziel verfehlt die schauspielerische Darstellung der Vampire sehr deutlich. Ich denke da speziell an das lächerlich übertriebene Fauchen, das mich akustisch eigentlich eher an den Absaugschlauch meines Zahnarztes erinnert hat. Also Gruselfeeling kam bei mir da so gar nicht an. Im Gegenteil, als ich das Hörspiel zum Frühstück hörte, kam mir vor Lachen die Milch aus der Nase raus. Die Musik ist von Tom Steinbrecher, a.k.a. Andy Maisfeld, und von Alexander Schiebor. Das ist gute Arbeit, da kann man nicht drüber meckern. Das Sounddesign hat wiederum Tom Steinbrecher besorgt. Er trägt hier akustisch ziemlich dick auf, was ich aber in diesem Fall okay finde, weil in einem Actionspiel innerhalb des Hörspiels darf es auch entsprechend zur Sache gehen und übertriebene Effekte sind da legitim. Das Hörspiel eignet sich nicht als Einschlafhilfe, es sei denn, man kann gut schlummern, wenn im Schlafzimmer permanent rumgeballert und gebrüllt wird. Vieles wurde im Ensemble eingesprochen, das ist schon mal gut für die Lebendigkeit der Dialoge. Leider kehrt kaum einmal im Hörspiel Ruhe ein, alle plappern wild durcheinander und wirken dabei auf mich so hektisch wie mit Ecstasy zugedröhnte Hasen, denen der Puschel brennt. Es wird sich viel angegiftet und rumgekeift, wobei mir besonders die weiblichen Sprecherinnen auf die, also die nerven mich halt. Ja, hier und da ist unangenehmes Overacting festzustellen, wovon einem als Hörer auf Dauer ganz schön die Füße dick werden können. Hostile Area, es ist eine geradlinige, eindimensionale Geschichte, die den Hörer geistig nicht wirklich fordert. Bei mir zum Beispiel war es so, dass sich nach dem Hören mein Verstand noch eine ganze Weile verstört hinter der Heizung versteckt hat. Aber das ist okay, weil wer intellektuelle Stimulation sucht und zum Geisterschocker greift, ist selber schuld. Und Hostile Area will ja auch nichts anderes sein als ein unterhaltsames Hörspiel. Ein Hörspiel, das sich, das war zumindest mein Gefühl, selbst auch nicht ganz so ernst nimmt. Deshalb nehme ich Hostile Area auch nicht so ernst und sehe verschiedene Dinge jetzt auch nicht so kritisch. Natürlich kann es sein, da sollten wir mit offenen Karten spielen, dass beim einen oder anderen nach dem Hören das Trommelfell nässt und juckt und alter Tranik aus der Ohrmuschel sickert. Aber auch das wäre okay, weil dieses Hörspiel will ein lautes, hektisches Actiongemetzel sein. Also braucht sich auch niemand darüber beschweren, wenn er genau das bekommt. Deshalb gibt es auch von mir heute einen mittleren Hörspieldaumen. Ja, Jay, tja. Nun stehen wir hier. Nun stehen wir hier und ich habe mich so ein bisschen gewundert. Auf der einen Seite sollte das die Creme de la Creme des neuesten Computerspiels sein. Bewusst hat man in diesem Computerspiel auf realitätsgetreue Darstellungen verzichtet. Überall hört man immer wieder, ja, das ist ja nur aufgemalte Holzmaserung. Das Autowrack ist nur aus Holz. Die Figuren sind alles eigentlich nur Roboter, die sich gar nicht richtig bewegen. Demgegenüber stehen völlig ausgefeilte Avatare und eine 8-Bit
Computerstimme. So richtig schlüssig wirkte das irgendwie auf mich nicht, diese Darstellung eines super top modernen Computerspiels. Und das hat mich schon irgendwo so ein Stück weit gestört, weil ich das Gefühl hatte, Bodo Traber hat eine Geschichte ausgegraben, die er so in den 80er Jahren vielleicht geschrieben hat und die man jetzt in der heutigen Zeit nochmal neu aufgemacht hat. Also so insgesamt wirkte das Bild da so auf mich nicht stimmig, wie so dieses Setting rübergebracht wurde. Das Setting wirkte in der Tat widersprüchlich, aber ich habe mich daran nicht gestoßen. Klar kann man sich fragen, warum diese Kulissen aufgemalt oder unecht wirken. Das ist aber gerade so gewollt, wenn man Bodo Trabers Hörspiele kennt, wie zum Beispiel Puppenstadt. Da ist es ganz ähnlich mit diesen Attrappen in einer Welt und man weiß gar nicht, wieso sieht das jetzt so aus und warum sieht es nicht echt aus und warum werden hier Dinge nur vorgetäuscht. Also da kann ich den Rückschluss ziehen, dass das so gewollt ist. Genauso kann man sich fragen, warum in einem Western-Szenario Vampire eine Rolle spielen müssen. Also das, hier ist einfach viel zusammengewürfelt worden, ein Kessel buntes, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich kann das sehr gut akzeptieren. Es gibt ja auch viele Computerspiele, die sich einfach abheben wollen und in dem Crossover-Elemente vorhanden sind. Das sehe ich hier durchaus nicht kritisch. Da würde ich mich eher bei deinem Kritikpunkt anschließen, dass für die knapp eine Stunde Hörspiel eigentlich relativ wenig Handlung geboten wird. Ja, das habe ich auch so ein bisschen vermisst. Also bei über 50 Minuten Hörspiel, gut, mit Trailer vorweg und dem Trailer hinten dran. So, der Schock ist jetzt erstmal vorbei. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, ja, so richtig geschockt hat es nicht. Das war eine sehr geradlinige Geschichte und wenn ich jetzt eine Schnittschere gehabt hätte, dann wären da wirklich maximal eine halbe Stunde, wenn überhaupt, bei rausgekommen oder aber 5 Seiten Comic. Beim Geisterschocker ist ja die Besonderheit, dass hier nicht bei jeder Folge dasselbe Produktionsteam zuständig ist, sondern es darf immer mal eine andere Crew ran. Dieses Mal hat Gerd Naumann von Allscom Media den Hut auf. Kennt man ja zum Beispiel von Sherlock Holmes, die neuen Fälle, oder von Professor van Dusen, die neuen Fälle. Ist das eigentlich irgendwie ungünstig, weil die Reihe somit keine Möglichkeit hat, eine einheitliche Machart zu entwickeln und weil vielleicht auch der Hörer jedes Mal von Neuem gucken muss, worauf er sich da eigentlich dieses Mal einlässt? Oder ist das ein Vorteil, weil eine Abwechslung entsteht, von der der Hörer letztlich nur profitiert? Also ich empfinde es eigentlich auch eher als Abwechslung und ganz gut so, wenn der Geisterschocker unterschiedliche Autoren und Macher hat. Jeder Autor hat so sein Lieblingsthema, auf das er gerne mal zurückgreift. Machen wir uns nichts vor. Oder auch seine Lieblingsmachart hat ein Produzent und dann hört sich der Schock immer gleich an. Das habe ich auch schon in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen auch sehr guten Hörspielmacher moniert. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn tatsächlich mal unterschiedliche Leute zum Zuge kommen. Es hilft nicht immer. Das haben wir schon bei den 3 Fragezeichen gemerkt. Da kritisiere ich bei vielen Geschichten, egal wer sie schreibt, dass sie nicht so richtig ins Thema 3 Fragezeichen passen. Beim Geisterschocker finde ich es wirklich gut, wenn es unterschiedliche Macher gibt, weil man hört es dann auch, es ist unterschiedlich. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das dann auch vielleicht im Vorfeld, bevor man das Hörspiel kauft, im Internet zum Beispiel nachlesen kann, wer hat es gemacht. Und da hakt es dann leider bei der einen oder anderen Produktion, vielleicht nicht beim Geisterschocker, aber bei anderen Serien oder Reihen, dass man das nicht nachlesen kann. Und da ist mir überraschend, sagt sich, oh, hätte ich gewusst, dass der das produziert hat, ich hätte es lieber nicht gekauft. Ja, wenn ich das gewusst hätte, toll. Also es wäre vielleicht toll, wenn manche Produktionsfirmen sich nicht einfach nur auf eine Facebook-Seite beschränken würden, sondern, wie sich das gehört, eine vernünftige Katalog-Homepage hätten, wo man so etwas auch nachlesen kann. Und ich finde, wer die Sprechercredits posten kann, wer Veröffentlichungstermine posten kann, der kann auch mal dazu schreiben, wer Regie geführt hat oder wer das Sounddesign übernommen hat. Meistens freuen sich ja die Produzenten und Beteiligten drüber, wenn ihr Name irgendwo steht. Also warum das Ganze verschweigen? Als ich 9 Jahre alt war, da habe ich ein Hörspiel gehört, das hieß Gräfin Dracula, Tochter des Bösen von Europa. Und wenn du mich, Jay, damals danach gefragt hättest, hätte ich dir bestätigt, dass das ein ziemlich gruseliges Hörspiel ist. Und zwar mit voller Überzeugung und mit voller Hose. Und mittlerweile sind wir erwachsen und da ist man nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Bei Hostile Area hatte ich auch viele Gefühle, aber Grusel war irgendwie nicht dabei. Muss ein heutiges Gruselhörspiel ein erwachsenes Publikum zum Gruseln bringen oder ist dieser Anspruch eigentlich zu hoch gegriffen? Ich finde, ein Gruselhörspiel sollte das können. Und es gibt Gruselhörspiele, die das heute auch noch können. Leider sind die schon eher handverlesen oder nur von bestimmten Produktionsteams auch wirklich umsetzbar. Und man muss es können. Und wir kritisieren
nicht zu Unrecht auch die Serie Gruselkabinett, dass sie meistens nicht gruselt. Und beim Geisterschocker sehe ich das in dieser Folge Hostile Area auch so. Das Ding gruselt nicht für 5 Cent. Es ist ein Action-Hörspiel im weitesten Sinne, aber gruselig. Und dass man hinterher den allgemeinen Jingle bringt, so, der Schock ist jetzt erstmal vorbei. Welcher Schock? Mm-mm. Da war kein Schock. Nee. Da war nicht mal eine Gänsehaut oder ähnliches. Das schaffen andere richtige Gruselhörspiele besser. Ja, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal gruseliger, wenn es wieder heißt: Ladet die Armee-Colts durch, füllt die Flammenwerfer auf. Hier ist die Hörspieljury.